Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors beim Master Quest DLC. Ich habe schon wieder Krankes vor, denn ich möchte heute anfangen mit dieser Mission hier, wo wir für Pyroma einen Herzcontainer finden können bei einem Arang und ein Herzteil, das irgendwo in der Mission versteckt ist. Es ist eine Abenteuerschlacht mit Überempfindlichkeit. Yay! Es ist eine Entscheidungsschlacht aus Ocarina of Time und wir müssen dementsprechend gegen Darunia, Ruto und Sheik kämpfen. Also gegen drei Charaktergegner auf einmal und wir dürfen kein einziges Mal getroffen werden. Ja. Klingt doch schon mal super, oder? Ja, ja, das wird bestimmt mega einfach. Es gibt aber einen kleinen Vorteil zumindest. Denn wir haben ja im... vorletzten Part oder irgendwann mal seine Stufe 2 Waffe bekommen. Zwar noch keine Verbesserung, aber zumindest Stufe 2 Waffe. Und mit der werde ich jetzt auch ein bisschen was anstellen. So. Was hat er denn alles? Er hat Finsternis, Stern, Rubin, Sockel und Stern. Und Erfahrung. Ja gut, Erfahrung auf jeden Fall. Das hat er dringend nötig. So. Ich glaube, Finsternis ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ich mag Finsternis-Bonus normalerweise nicht. Aber ich glaube, hier ist es gar nicht so verkehrt. Ja, Sternbonus hauen wir auch drauf. Jetzt muss ich zwar die seltene Waffe dahergeben, aber es ist eh nur eine Rang 1 Waffe, deswegen passt es schon. Und Finsternisbonus. Ah, ich hätte die hergeben können. Fuck! Das war jetzt dumm von mir. Oh ja, habe ich jetzt noch hier irgendwo Finsternisbonus? Nein. Ich glaube, Finsternisbonus ist tatsächlich gar nicht so schlecht bei dieser Mission. Weil es ist zwar eine Abenteuerschlacht. Und bei Abenteuerschlachten gibt es immer viele Gegner, die man besiegen muss. Aber ich glaube... Bei der Mission ist es gar nicht so verkehrt, weil es ist ja bei solchen Missionen, also bei Abenteuerschlacht mit Überempfindlichkeit, egal wie viele Gegner wir besiegen, wir müssen einfach nur, ja, kein einziges Mal getroffen werden, einfach nur, und müssen es innerhalb von einer Viertelstunde schaffen. Also das ist ganz normale, aber wie viele Gegner wir besiegen, ist prinzipiell egal. Und ja, deswegen werde ich mich hauptsächlich nur auf die starken Gegner stürzen oder halt nur auf die Gegner, die ich auch wirklich besiegen muss. Und alle anderen werde ich größtenteils in Ruhe lassen, sodass wir da dann gar keine Probleme erst haben. Also das ist, glaube ich, gar nicht so eine verkehrte Idee. Jetzt hat mich der fast schon getroffen. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Combo-Attacken. Die sollte ich nicht so sehr machen, weil sonst ist die Gefahr groß, dass ich dann halt angreifbar bin und dass mich die Gegner dann treffen. Und das ist natürlich schlecht, weil ein einziger Treffer und das war's. So, ich muss die hier eigentlich gar nicht besiegen. Ich mache das jetzt aber schnell, weil die in der Nähe von meinem Hauptquartier sind. Oh Gott! Warum? Wovon wurde ich jetzt getroffen, bitte? Ich wurde doch von nichts getroffen. Ja, töte mich. Das ist schon wieder ein Top-Anfang. Aber der Start ist eigentlich immer das Schwierigste bei dieser Mission. Oder bei dieser Art von Mission, finde ich. Und wir werden jetzt wirklich am Anfang der Mission erstmal hier bleiben. Ich möchte es jetzt schaffen, dass wir diese beiden Frostnachtschwärmer, die hier jetzt sind, besiegen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir uns um die anderen Festungen kümmern. Aber erst möchte ich die beiden Frostnachtschwärmer hier besiegen. Das ist, glaube ich, wirklich sinnvoller. Weil, wie gesagt, die sind halt ganz nah an meinem Hauptquartier dran. Und deswegen wäre das ziemlich scheiße, wenn ich dann wieder zurückkommen müsste, um mein Hauptquartier zu retten. Das wäre halt so gar nicht das, was ich eigentlich will. So, zack und stirb. Der müsste eigentlich jetzt tot sein dadurch, denke ich mal. Und bam. Jupp ist er. Dann nur noch er hier. So, dann komm mal her und greif bitte an. Ah, stimmt, hier gibt es auch die Uhren wieder, richtig. Ja, dann, ja gut, dann greif, na fuck. Dann greifen wir ihn mal ein bisschen an. Der Einser kommt vielleicht mal. Nein, nicht Hühner. Nein, bitte nicht Hühner. Was? Hühner auch noch? Sag mal, wollen die mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist schon wieder so übertrieben. Eine Abenteuerschlacht mit Überempfindlichkeit und mit Hühnern. Sag mal, die spinnen doch. Wir haben doch einen kompletten Vogel, die Entwickler. Was soll denn das? Das kann doch... Das könnt ihr doch nicht erwarten, dass das ein normaler Mensch schafft. Ganz ehrlich. Was soll denn das? So, die Festung ist mir egal. Achso, ich muss ja gar nichts holen. Aber die linke Festung müssen wir uns schnappen. Also der Vorteil ist, dass wir nur drei Festungen überhaupt übernehmen müssen und nicht mehr. Das ist ganz okay, aber... Ja, einfach wird es jetzt deswegen nicht. Das auf gar keinen Fall. Und zack. Ist der gestorben? Ja, ist er. Sehr gut. So, dann die Dreier-Kombo. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht getroffen von irgendwem. Nee, sieht ganz gut aus. Okay, der Festungskommandant.
Ich muss halt auch echt aufpassen auf die kleinen Honks, weil die können einen wirklich ganz leicht mal treffen, ohne dass man es überhaupt erahnt. Und das ist halt echt das Behinderte an solchen Missionen. Ein weiteres Problem ist halt auch noch, dass wir ja etwas finden müssen. Wir können ja hier einen Herzteil finden. Und ich habe echt Angst. Ich habe Angst, dass es in dieser Festung ist, wo gerade die Hühner sind. Die werde ich jetzt einfach mal in Ruhe lassen, diese Festung. Weil ich habe echt keinen Bock, gegen Hühner jetzt zu kämpfen. Also beim besten Willen nicht. Da habe ich echt Besseres zu tun. Ach Gott, ey. Und die Hühner werden jetzt versuchen, die Festung wieder zurückzuerobern. Die linke. Und auch Gegner, also die roten. Deswegen muss ich mir jetzt echt ein bisschen beeilen. Also ich muss jetzt wirklich schnell sein. Und so schnell wie möglich diese beiden noch fehlenden Festungen einnehmen. Weil was danach passiert, ist ja egal. Danach können die Festungen ruhig haben. Aber zu einem Zeitpunkt müssen wir halt alle drei besitzen. Und das sollte relativ schnell passieren. Dann haben wir die wenigsten Probleme. So, hier ein bisschen Action. Zack, zack, zack. Festungskommandant, erscheine. Da ist er. Und stirb. Stirb. Sehr schön. Puh, okay. Der Goronen-Hauptmann wurde gesichtet. Ja, schön für ihn. Rückt gegen Lana vor, okay. Ja, jetzt einfach schnell die Festung hier holen. Und, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wo das Herzteil hier ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in einer der Festungen ist, die wir eh erobern müssen. Das wäre ein bisschen zu einfach. Ich meine, bei diesen Überempfindlichkeitsmissionen rasten sie eh schon komplett aus. Und dann können sie es auch gleich doppelt und dreifach übertreiben, indem sie einen nicht nur drei Festungen, sondern vier oder fünf übernehmen lassen, weil man halt noch suchen muss nach dem Herzteil. Das traue ich denen schon zu, leider. Ich hoffe aber wirklich, dass es nicht in der Festung ist mit den Hühnern. Weil dann wäre ich tot. Weil das kann ich nicht schaffen, die Hühnerfestung einzunehmen. Da bin ich viel zu schwach dafür. Hier ist es nicht. Schade. Das ist schon mal schlecht. Dann werden wir uns jetzt diese andere Festung da holen. Ich glaube nicht, dass die Feinde schnell genug mein Hauptquartier einnehmen werden können. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube es eigentlich nicht, dass sie da schnell genug sind. Wir holen uns jetzt diese Festung hier, wie gesagt, und hoffen und beten, dass wir dort das Herzteil bekommen. Ach du Scheiße, hier ist ein Goronenhauptmann. Okay. Warum kämpft ein Goronenhauptmann mit den Moblins oder Boblins hier? Was zum Teufel? Und bam, wir kriegen aber gleich ein Level up zumindest. Deswegen kann ich jetzt eigentlich nochmal meine Spezialattacken schön raushauen. Weil wir, wie gesagt, eh gleich eins kriegen und dann wieder volle Spezialangriffsleisten haben. So, da ist der Festungskommandant. Wenn wir ihn besiegt haben, könnten wir schon das Level-Up bekommen. Ja, so ist es. Sehr gut. Und auch... Nee, nicht dein Ernst. Ich will nicht zu den Hühnern! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Ich muss die Hühnerfestung einnehmen? Ey, komm, das ist doch scheiße. Ey, okay, wir rüsten schon mal meinen Trank aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf nicht getroffen werden von nichts. Ich darf von nichts getroffen werden. Wie viel halten die aus? Ja, okay, es geht sogar. Glaube ich. Oh Gott, da ist ein goldenes Huhn. Oh mein Gott. Ich werde jetzt einfach hier die ganze Zeit Spezialattacken machen. Das glaube ich, das sind... Oh Gott. Die halten viel zu viel aus. Nee. Das werden wir nicht hinkriegen. Das werden wir nicht hinkriegen. Wie sollen wir das denn schaffen? Ey, das ist doch so scheiße. Das hätte ich wissen müssen. Dann hätte... Na fuck. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich natürlich davor schon mir die Festung gekrallt, bevor es sich die Hühner geschnappt haben. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Dass man da tatsächlich die Festung von den Hühnern einnehmen muss. Ja, die sind doch völlig gestört, die Entwickler. Die haben doch völlig den Arsch offen. So, Spezialattacke. Aber das eine Mega-Huhn ist zumindest gleich tot. Also nicht das Goldene, sondern dieses andere Fette da. Okay, Festungskommandant. Wo ist er? Da ist er. Nein, Festungskommandanten. Der ist sogar fast tot. Mach jetzt. Lass dich nicht treffen. Nein, weich aus. Oh Gott. Nein. Ja, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Wo ist der Ausgang hier? Wo ist der Ausgang? Geh raus hier. Geh erstmal raus hier. Geh erstmal raus hier. Wir haben ja Zeit. Zeit haben wir genug. So. Ich will jetzt irgendwie den Festungskommandanten treffen. Das machen wir am besten sogar mit Pfeilen, würde ich sagen. Oh Gott, ich habe so Schiss. Alter, ist das eine Kackmission. Habe ich ihn anvisiert? Ja, habe ich. Ich treffe ihn von hier aus nicht. Verdammt. Nee, ich muss rein. Ich muss rein. Ich muss ganz kurz rein, eine Attacke machen und dann sofort wieder raus. Ich habe das goldene Huhn anvisiert, shit. Nein, oh Gott! Warum stirbt der nicht? Habe ich ihn anvisiert jetzt? Nee, immer noch nicht, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung, wen ich anvisiere. Nein! Warum? Da trifft er mich. Ey, komm, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben es so gut gemacht. Wir haben es so gut gemacht. Und dann werde ich da einmal getroffen. Ey, das,
das regt mich jetzt echt auf. Sollen jetzt bitte nicht sterben. Ah ja, stimmt, wir werden ja geheilt. Ey, das ist echt scheiße. Wir hatten es eigentlich. Wir hatten die Mission. Und dann passiert sowas. Mann, das ist echt gemein. Das ist echt gemein. So, wie viel Schaden nimmt Darunia? Oh Gott. Wenig, okay. Oh Gott, und da ist auch noch ein, hier. Exalfoss. So heißt der. Boah, ist das eine Scheißmission. Aber wir hätten es halt eigentlich gehabt. Das ist so ärgerlich. Wir haben es wirklich gehabt. Und dann passiert sowas. Das ist so ärgerlich einfach nur. Ich meine, das hier, wenn ich mir jetzt hier konzentriert hätte, das hätten wir jetzt bestimmt noch hinbekommen, dass wir Darunia besiegen und auch den Exalfoss hier. Also ich glaube, das hätten wir geschafft. Aber dieser eine Treffer von den Hühnern, das ist so gemein. Mann. Oh, wie mich das gerade aufregt. Jetzt greif an, Darunia. Los. Du Vollpfost, jetzt kommt der Nächste. Ha, Mann, hör doch auf, mich zu nerven. Ernsthaft, lass mich in Ruhe. So, zack, 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 zack. Einfach draufhauen, irgendwie draufhauen. Oh Gott. Okay, einfrieren. So. Hör auf zu blocken, Darunia. Hör auf zu blocken, du Weichei. Nimm das. Und das. Und das. Und das. Boah, das. Ich bin gerade echt voll Depri. Wir hätten es halt eigentlich echt. Wir hätten es im ersten Versuch schaffen können. Ja, nicht im ersten, das stimmt. Beim allerersten Mal sind wir sofort gestorben. Aber im ersten richtigen Versuch, sage ich mal, hätten wir es halt schon hinkriegen können. Aber nee. Die Hühner. Aber ich glaube, wenn ich die Mission nachspielen werde, um den Aram zu kriegen, dann werden wir es hinkriegen. Oder dann werde es ich hinkriegen. Das mache ich ja offscreen. Weil. Ja, da muss ich mich ja nicht mehr um die Hühner kümmern. Dann ist mir das scheißegal, ob die die Festung übernehmen oder nicht. Können sie ruhig machen. Also ich glaube, dann wird es wirklich gar nicht so schwierig, denke ich. Hoffe ich. Glaube ich, vielleicht. Und könnte Darunia eigentlich auch mal angreifen oder so? Der hat noch kein einziges Mal angegriffen bisher. Ich meine, ich lasse ihm auch nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Das stimmt schon, aber trotzdem. So ein bisschen angreifen könnte der ja schon mal, oder? Ich meine, sonst dauert das hier noch ewig. Ich glaube zwar auch, dass wir ihm nicht allzu viel abziehen, wenn wir ihm seine Schwachpunktanzeige leeren, aber zumindest ein bisschen mehr als jetzt momentan. Ja, genau, so ist gut. Ja, nicht die Attacke. Aber Pyroma hat ja Fernattacken zum Glück. Ja, verdammt, hat aber trotzdem nicht ganz gereicht. Komm, Darunia, gib dir einen Ruck und greif an. Sehr gut. Was kommt jetzt? Wieder. Nee, die Attacke. Nein, Schnecken! Fuck! Ich habe gedacht, er macht wieder die Feuerattacke. Weil bei der Feuerattacke lässt er sich nämlich ein bisschen mehr Zeit als bei der jetzt gerade eben. Okay, der Lavabrocken. So, jetzt komm her. So, wie viel Schaden machen wir ihm? Ich glaube wirklich nicht allzu viel. Wir sehen es ja gleich. Nein. Nicht allzu viel. Das habe ich mir schon gedacht. Und so langsam aber sicher rücken die Feinde auch in mein Hauptquartier vor. Aber das ist mir eigentlich egal. Weil wir werden auf jeden Fall schneller sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt schneller in mein Hauptquartier eindringen, als ich hier Darunia besiegen kann. Also. Auf gar keinen Fall. Wir werden auf jeden Fall schneller sein. Weg hier. Spezialattacke. Oh, aber das regt mich echt auf. Diese scheiß Hühner. Die regen mich so auf. Warum gibt es Hühner in den Zelda-Spielen? Und warum haben die Hyrule Warriors-Entwickler sich gedacht, ja, hey, Hühner, tolle Idee, übernehmen wir. Wer kam auf diese Schnapsidee? In welchem Spiel gab es eigentlich zum ersten Mal die Hühner? Ich glaube in A Link to the Past, oder? Weil im ersten Zelda gab es keine und im zweiten glaube ich auch nicht. Und in A Link to the Past gab es welche, ja. Also dann war es da das erste Mal, dass sie auftauchten. Mann. So, stirb jetzt endlich, Darunia. Stirb. Sehr schön. Ja, werde ich nachholen müssen. Aber kann man jetzt nichts machen. Das Leben ist hart. Leider. Leider, leider, leider. Diese Scheißfestung hier mit den Hühnern. Diese Scheißfestung mit den Hühnern. Dass aber auch das Herzteil genau da sein musste, ne? Das war auch so typisch. Ja, 6000 Schaden, B-Rang, leck mich am Arsch-Spiel. Blauer Ring, versiegeltes Zauberbuch. Darunias Borsten, Nachtschwärmerketten und Metallplatten. Okay.
Und wir kommen. Achso, wir kommen ja nicht nach oben, weil da brauchen wir einen Enterhaken. Dann machen wir das mal, weil ich. Oder ja, nee, müssen wir eigentlich jetzt noch nicht. Oder? Was sind das für eine Mission? Ja, eine Abenteuerschlacht. Wir haben ja eigentlich noch Zeit. Nö, doch, dann machen wir das jetzt. Dann benutzen wir hier unseren Enterhaken. Kann ich das eigentlich einfach so machen? Ich glaube schon, oder? Ja, kann ich. Zack. Wir kommen nach oben. Oder nicht? Hallo? Ach so, ich muss die Mission dann nochmal spielen. Man muss die Mission nochmal spielen, erst dann taucht es auf. Der Weg. Ja, nee, ist klar. Gut, dann machen wir was anderes. Ja, die Mission nicht. Weil diese Mission hier wollte ich nämlich dann als übernächstes machen. Also erst die hier und uns mit Sia die Stufe 2 Waffe für sie holen und dann die Mission hier. Damit wir hier die ganze rechte Seite nämlich dann vollständig kriegen. Aber wir können auch mal jetzt links weitermachen, weil da fehlt uns ja noch mega viel. Wir können ein paar Einzelschlachten eigentlich machen. Ich glaube zum Beispiel, dass da unten ist eine Einzelschlacht, oder? Ja, mit Ruto. Ja, obwohl, nee. Mit Ruto sind wir noch zu schwach, da habe ich jetzt auch keine Lust. Moment, ich finde schon was. Ich glaube hier, das ist eine Abenteuerschlacht, genau. Besiege die feindlichen Einheiten. Hier müssen wir etwas suchen, damit Feinde überhaupt erscheinen. Können wir eigentlich machen. Oder? Ja, doch, machen wir. Wir müssen... Hier, ja. Hier müssen wir was machen? Flöte? Keine Ahnung. Ja, oder? Okay. Das habe ich mir jetzt deswegen gedacht, weil wir so viele... Weil man in MasterQuest DLC verdammt viele Flöten kriegt, aber sie nie braucht. Weil es gibt nur ein, zwei Seen, die man überhaupt leer machen kann. Aber es gibt so viele Flöten hier. Und dasselbe gilt dann wohl auch für... wo waren das? Genau, für diese Mission hier. Denn hier mussten wir auch, hier mussten wir an irgendeinem Baum etwas machen, damit Feinde erscheinen. Und ich dachte halt damals, okay, den müssen wir abfackeln, aber nee. Man muss da offenbar mit der Flöte spielen, damit Feinde erscheinen. Deswegen war ich da damals so verwirrt, aber jetzt wissen wir da besser Bescheid. Okay, und dann machen wir diese Mission noch schnell. Dürfte eigentlich nicht allzu lang dauern. Weil Sheik ist ja eigentlich relativ gut. Also, ja, Level ist ganz okay mit 40. Aber die Waffe von ihr ist halt sehr, sehr stark. Die hier nämlich. Und deswegen wird es jetzt, glaube ich, schon einigermaßen möglich. Denke ich mal. Ich hätte auch jetzt echt gerne ein Erfolgserlebnis nach diesem Fail gerade eben. Das ärgert mich immer noch so zu Tode. Diese scheiß Hühner. Dieser eine einzige Treffer von dem Huhn. Ich war extra so vorsichtig. Und dann verkackt man es trotzdem. Mann. So, 1, 2, 3, 4, 5, da ist Zanto, um Gottes Willen. Ich habe eigentlich echt keinen Bock, jetzt Zanto zu bekämpfen. Ja, ich muss es auch nicht unbedingt machen. Ich meine, ich brauche nur den Aran. Wie viel Schaden nimmt der? Ja, okay, der nimmt sogar relativ viel. Ja, zum Glück sind hier nicht viele Gegner oder so. Wartet mal. Geh mal weg. Lass mich mal in Ruhe, ihr Idioten. Wie die mich verfolgen? Jetzt. Setz ein. Ja, ich möchte nämlich meinen Spezialangriff aufladen. Okay, der Stahlmeister ist auch einer der Hauptleute. Zanto aber nicht. Also Zanto müssen wir wirklich nicht unbedingt besiegen, wenn wir nicht wollen. Und Spezialattacke. Damit dürften wir ziemlich viele Gegner mitnehmen. Bam. Okay, nicht mal diese Idioten hier sterben durch eine Spezialattacke. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen, um ehrlich zu sein. Jetzt warte mal, ich bin hier schon wieder ziemlich verwirrt. Wir holen uns jetzt erstmal den Stahlmeister hier. Den hier. Oh Gott, den Hauptmann. Es wäre auf jeden Fall gar nicht so verkehrt, wenn wir den als erstes killen würden. Würde ich jetzt mal so vermuten. Der nimmt sogar einigermaßen viel Schaden. Also so viermal oder so die Schwachpunktanzeige abziehen und dann stirbt er. Das geht sogar. Okay, das war jetzt ein anderer. Ich war gerade verwirrt irgendwie, weil da noch ein anderer Stahlmeister war. Und zack. So, einmal noch. Dann wird er wahrscheinlich schon noch leben. Aber danach können wir dann noch eine Spezialattacke raushauen und dann müsste er sterben. Boah, hier sind so viele Gegner, Moment. Spezialattacke! Das hat sich jetzt gerade wieder angeboten. Wenn da so viele Gegner in der Gegend rumschwirren, dann muss ich da einfach eine Spezialattacke machen. So, jetzt greif an.
Greif an, mein Lieber. Oh, da ist der Gipter auch noch und nervt. Ha! Greif halt jetzt an, du Depp. Ja, nicht der, der andere. Ja, ist auch okay. Nehme ich halt erstmal den auseinander. Zack. Jetzt greif halt endlich an, du Pfeife. Okay, er greift an. Oder? Ja. Ist gerade wieder ein bisschen viel los. Man kann wieder nicht allzu viel erkennen irgendwie. Aber ich glaube, die Mission geht. Wir nehmen zwar schon einiges an Schaden. Das ist wahrscheinlich das größte Problem wieder, das wir am Ende haben werden. Aber, na, ich war doch nicht da drin. Aber es geht, glaube ich, trotzdem die Mission. Also, das werden wir schon hinbekommen. Stirb. Okay. Der Gipter ist auch tot. Hier ist erstmal die Luft rein. Dann gehen wir jetzt nach unten. Und dort sind gleich beide feindliche Hauptmänner auf einmal. Das bietet sich also an. Oh, scheiße. Und einer von denen ist Pyroma. Okay. Ja, das ist natürlich schon ein Problem. Boah, hier sind wieder so viele Gegner. Spezialattacke. Aber trotzdem, das müssten wir, glaube ich, schon hinbekommen. Ich muss halt wirklich auf meinen Schaden aufpassen. Oh Gott, Pyroma nimmt fast gar keinen Schaden. Okay, das ist dann doch schlecht. Der Stahlmeister hier schon eher. Aber Pyroma fast gar nicht. Vielleicht habe ich mich da doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und die Mission ist am Ende doch brutal schwer. Könnte hier gut sein. Mann, hör auf mich zu treffen. Wer war denn das? Ein Stahlmeister, glaube ich. Oh, ich hasse Pyroma auch. Oh Gott, hier sind viel zu viele Gegner. Was soll denn das? Spezialattacke. Okay, wir können den Stahlmeister gleich treffen, wenn ich schnell genug bin. Nee, bin ich nicht, weil ich sehe ihn auch gar nicht mehr. Verdammt. Okay, der kleine Stahlmeister, sage ich mal, ist besiegt. Und gleich noch eine Spezialattacke. Weil, warum denn nicht? Ich meine, wir müssen ja im Prinzip jetzt nur die beiden hier besiegen und dann haben wir es ja eigentlich schon. Ich meine, noch ein paar Gegner besiegen, ja, aber das werden wir schon hinbekommen. Ich glaube, das mit den Gegner besiegen wird in dieser Mission nicht das Problem, weil das scheint wieder so eine Mission zu sein. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So eine Mission zu sein, wo es mega viel zu tun gibt und man wird wieder 1 Million Kills haben. Das glaube ich zumindest. Ja, Mann. Ich mache mal meine Wasserattacke. Einfach so, die macht zwar keinen Schaden. Oder fast keinen Schaden zumindest, aber... Die hält die Gegner ein bisschen auf, zumindest. Und dann kann ich noch ein paar Kombos hinterher setzen. Und sie nehmen Wasserschaden, genau. Das ist ganz gut. Und, ah, ich bin ja so blöd. Moment, 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 Moment. Apropos Wasser und Schaden und so. Ich aktiviere mal schnell mein Wasserschild. Damit mir die Gyptos nichts mehr ausmachen. Das wäre doch auf jeden Fall keine so schlechte Idee. Komm her, Pyroma. Hau drauf, Sheik. Sehr schön. Ja, ein Glück ist hier gerade nicht viel los oder so. Alter, ey. Geht hier schon wieder ab alles. Ich check schon wieder gar nichts. Okay, er greift an. Sehr gut. Dann nimm das. Der wird sogar schon gleich sterben, der Stahlmeister. Ich glaube, den Rest prügel ich jetzt so aus ihm raus. Wenn das einigermaßen möglich ist. Aber ich glaube schon. Ein paar Mal den Lava-Brocken. Hör auf zu blocken, du Feigling. Stell dich dem Kampf her wie ein Mann. Hallo? Hör mal auf zu blocken jetzt, du Pfeife. Stirb. Okay. Stahlmeister ist besiegt. Ich konnte den Hyrule-Hauptmann nicht verteidigen. Ja, ist mir egal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, aber ich denke nicht. Und zack. Ah, durch Schwachpunktanzeigen nimmt irgendwie... Was Geisterhauptmann, okay. Durch Schwachpunktanzeigen nimmt Pyroma viel mehr Schaden irgendwie. Ich weiß nicht genau warum, aber... ist so. Okay, warum denn nicht? Oh, hier ist... Boah, Gott! Hier ist viel zu viel los schon wieder. Was soll denn das alles? Ganz ehrlich, hier, ich blick schon wieder überhaupt nichts. Es sind viel zu viele Gegner da. Was soll denn das? So, noch ein bisschen Action hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und zack. Sehr schön. Ja, verdammt, ich schaffe keine Gegner mehr, verdammt. Aber Pyroma ist gleich tot. Noch einen Spezialangriff, dann könnte er sogar schon sterben. Oder? Ja, obwohl, nee, so viel Schaden kriegt er nicht. Nee, lange nicht sogar. Aber wir machen jetzt trotzdem nochmal hier eine Spezialattacke, damit wir auch den Geisterhauptmann besiegen können. So. Und jetzt ist Pyroma aber gleich tot. Und stirb. Sehr schön. Level up für uns. Okay, Mission ist schon erfolgreich. Das ist schön. Und zeitlich sieht es auch wunderbar aus, oder? Ja, 5 Minuten erst. Sehr schön. Das bedeutet für uns, wir killen jetzt noch ein paar Gegner. Und da sind auch einige, die jetzt auf mich zukommen. Das bietet sich an. Und dann... Boah, sind hier viele. Spezialattacke! Und dann können wir auch schon zu den Feinden. Oder brauchen wir da wieder einen Schlüssel? Weil es ist gerade verschlossen. Ah ne, doch nicht. Es wird sich wahrscheinlich gleich öffnen. Alter, sind hier viele. Ja, leck mich am Arsch.
Alter, bam! 106 Kills mit einer Spezialattacke, nice. Okay, warte mal. Achso, nee, ich kann nichts trinken. Ich wollte gerade eigentlich einen Trank benutzen, um meinen Spezialangriff wieder aufzufüllen, weil hier immer noch unendlich viele Gegner sind. Ich möchte auch nicht unbedingt meine 5er-Kombo machen, wenn hier auch noch viele starke Gegner sind. Weil während ich die mache, bin ich halt relativ angreifbar und... Ja! Und wenn ich angreifbar bin, ist schlecht. Sollte logisch sein. Zack. Wie sieht's eigentlich um meinen Hauptquartier aus? Ganz gut. Der höchste Gefahr ist irgendwo. Da oben. Ja, die nähern sich langsam meinem Hauptquartier, aber... Müsste schon passen eigentlich, denke ich. Doch, das wird schon passen. Wir müssten eigentlich schneller sein. Oh ne, jetzt kommt wieder so ein Honk, der sich zum Angriff in meinem Hauptquartier vorbereitet. Das mag ich immer gar nicht. Spezialattacke. Aber ich glaube, wir sind trotzdem schneller. Ich glaube nicht, dass die jetzt so schnell sind und mein Hauptquartier da jetzt in Windeseile übernehmen können. Und wir haben ja jetzt auch schon gleich die 1200 Gegner. Ich muss ja auch nichts mehr finden oder so. Also wir können uns jetzt eigentlich schon aufmachen zum feindlichen Hauptquartier. Jetzt hier nochmal kurz ein paar Gegner killen. Zack. Ja, jetzt können wir zum Feind. Das müsste schon in Ordnung sein dann. Es ist zwar noch alles rot auf der Karte, aber ist ja egal. Okay, und Ganondorf ist unser Gegner, das ist schön. Denn Ganondorf ist einfach zu besiegen, finde ich. Weil er macht relativ oft Combo-Angriffe und seinen Combo-Angriffen auszuweichen ist relativ einfach. Finde ich zumindest. Scheiße, ich bin aber zu schlecht, um den Gegnern die Schwachpunkteanzeige abzuziehen, wenn ich mit Sheik spiele. Da muss ich mal noch ein bisschen dazu lernen. Greif an. Okay. Und stirb. Ja, nicht stirb, aber nehmen einiges an Schaden. Zack. Na gut, gar nicht mal so viel. Also wir müssen ihm schon relativ oft jetzt die Schwachpunkteanzeige abziehen. Wir machen auch nochmal eine Spezialattacke. Damit wir auch wirklich sicher die 1200 Gegner besiegt haben, haben wir zwar jetzt immer noch nicht ganz, aber fast. Ich mache jetzt mal die Wasserattacke auf ihn, damit er Wasserschaden nimmt die ganze Zeit. Und währenddessen werde ich jetzt die ganze Zeit auf ihn drauf prügeln. Ich glaube, das ist tatsächlich intelligenter, als wenn ich, als wenn ich warte, bis er seine Schwachpunkteanzeige präsentiert. Also immer mal wieder den Wasserschaden drauf und das ist wirklich nie verkehrt. Und dann hier die 2er- oder 3er-Kombo, die gehen relativ schnell und machen einigermaßen den Schaden. So, greif an, genau. Und ich habe gerade eben bemerkt, die 2er-Kombo ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, doch nicht. Ich dachte, mit der 2er-Kombo könnten wir ihm sofort die Schwachpunkteanzeige abziehen, aber nee, doch nicht. Und ich sehe gerade, es sind jetzt doch relativ viele Honks in meinem Hauptquartier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch so schnell das übernehmen werden. Das glaube ich nicht. Weil Ganondorf hält ja wirklich auch nicht mehr viel aus. Also der müsste gleich tot sein. Und ich glaube, da sind wir wirklich schneller. Denke ich zumindest. So, Wasserschaden, genau. Und dann gibt es jetzt nochmal eine Spezialattacke für dich. Ja, also jetzt sieht es wieder gut aus im Hauptquartier. Gerade eben war da irgendwie einiges rot, aber meine Leute kommen tatsächlich ganz gut klar im Hauptquartier. Wow, ein Wunder. Normalerweise sind es ja immer die größten Flachzangen, die überhaupt nichts können. Okay, Midna ist im Bedrängnis. Die darf nicht sterben. Das ist natürlich auch schlecht. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Kann ich ihn jetzt treffen? Ne, kann ich nicht. Verdammt. Jetzt kann ich ihn aber treffen. Moment. So, jetzt schnell sein. Und mach. Sehr schön. Okay. Also wenn man schnell ist, dann passt es doch mit der 2er-Kombo. Aber man muss sich halt beeilen. Ja, oh Gott, Midna hat wenig Leben. Midna hat verdammt wenig Leben. Ich kann jetzt aber nicht zu ihr. Greif an, Ganondorf. Ganondorf ist leicht tot. Wir müssen jetzt einfach... Ja, ich weiß. Wir müssen Ganondorf schneller besiegen. Nein! Wir müssen Ganondorf schneller besiegen, als Midna stirbt. Aber sie hat wirklich wenig Leben. Aber trotzdem, wir schaffen es. Wir schaffen es. Ja, 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 wir schaffen es. Spezialattacke! Stirb Ganondorf! Das war auch wieder relativ spannend und goldenes Material, sehr gut. Aber das müsste ja eigentlich ein Aran gewesen sein. Ich wüsste jetzt nicht, was wir falsch gemacht hätten. Ja, sehr gut. Wir haben zwar wieder ein bisschen Schaden bekommen, ist klar, aber ein bisschen Schaden ist ja okay. Abgesehen von Missionen mit Überempfindlichkeit, vor allem wenn man gegen Hühner kämpft, dann reicht schon ein einziger Treffer und das war's. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, was ich gerade eben beschrieben habe. So, eine Mission mit Überempfindlichkeit, ein Treffer, reicht schon, gegen Hühner. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß ja nicht woher. Vielleicht vom Anfang des Parts, aber das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, ja, das habe ich verdrängt. Ach ja.
Okay, wir kriegen noch Folgendes. Eine neue Lyra der Shika, eine coole, ein neues Zepter der Zeit und einen neuen Blutfang. Ein, boah, das war ein total epischer, oder? Hatte der 5 Sterne? Ich glaube schon. Wow. Episch, dann ist Volga jetzt mega overpowered. Sehr schön. Wir können eigentlich die hier weghauen, weil die werde ich eh niemals benutzen, weil die so schwach ist. Sie hat zwar 6 freie Sockel, also ich kann da draufhauen, was ich will. Aber ich meine, die hier, die ist eh schon perfekt quasi. Ich meine, Erfahrung, Sternbonus und Materialbonus ist das Allerwichtigste für mich. Deswegen werde ich die niemals benutzen. Dabei halte ich lieber etwas schwächer. Wichtiger. Ja gut, die ist auch scheiße. Und passt. Jetzt zeig mal. Ja, boah. Erfahrung plus hat der sogar. Also auf den können wir Material und Sternbonus draufhauen. Dann hat Volga eine perfekte Waffe. Eine nahezu perfekte zumindest. Richtig, richtig episch. Ja, komm, Rubinbonus braucht kein Mensch. Das hier braucht auch kein Mensch. Den braucht auch kein Mensch mehr. Den auch nicht. Und passt. Wir kriegen Ganondorfs Juwel in Gold, Gyptoschwerter, Pyromas Robe, Nachtschwärmerkette, Stahlmeisterknochen, Gyptobandagen und Monsterzähne. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors hier beim Master Quest DLC. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir hier weitermachen werden. Bis dann, Leute!